damit wir miteinander reflektieren können über das, was hat der Buddha gesagt. Was hat der Buddha gesagt heute Abend über Wahrnehmung? Was hat der Buddha allgemein gesagt? Und ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet nicht glauben, der Buddha hat gesagt, wir können alle glücklich werden. Wir können alle glücklich werden in diesem Leben. Es ist für uns alle möglich, glücklich zu sein in diesem Leben. Er hat gesagt, obwohl wir alle Blockaden in uns tragen, Blockaden von Schmerzen, obwohl er wusste, dass wir alle Unaufgelöstes in uns tragen, zum Teil heftige Konditionierung, Traumata in uns tragen, Probleme mit unserem Körper haben, hat er gesagt, es ist uns möglich, glücklich zu leben. Ich stand kürzlich mit meinen Enkeln an einem See da bei Potsdam und sie hatten Steine gesammelt und irgendwie hatten sie sich in den Kopf gesetzt, dass die Steine zum anderen Ufer gebracht werden sollten. Und dann warfen wir die Steine, aber die Steine fielen ins Wasser. Also, ob es leichte Steine waren oder schwere Steine, sie gingen alle unter. So was Dummes, oder? Aber was macht man in so einer Situation? Du willst ans andere Ufer. Du möchtest etwas ans andere Ufer bringen. Na, du mietest dir ein Boot oder du steigst auf ein Boot. Und so gelang es uns mühelos, alle Steine ans andere Ufer zu bringen. Es gibt eine Energie, die wie ein Boot uns mühelos über den Ozean von Samsara bringt. Es gibt ein Boot, eine Energie, die uns mühelos über den Ozean unserer Unzufriedenheit, unserer Unerfülltheit, buddhistisch ausgedrückt, den Ozean des Leidens bringen kann, ohne dass wir wie ein Stein im See in Bedrückung versinken müssen. Und diese Energie, die uns schützt wie ein Boot, ist die Energie von Bewusstwerdung und tiefgreifendem Verständnis. Das ist unser Boot. Bewusstwerdung, ich sage extra nicht achtsamer, obwohl das könnte man auch sagen, nein, Bewusstwerdung und tiefgreifendem Verständnis. Und heute widmen wir uns der Wahrnehmung, um unser Verständnis zu vertiefen. Zu vertiefen, zu vertiefen. Was ist Wahrnehmung? Sicher ist Wahrnehmung ist die Voraussetzung für unsere Reaktion. Bevor wir reagieren, nehmen wir wahr. Und die Kernfrage, die wir uns schon zu Beginn gestellt haben, ist, was wir wahrnehmen, ist das die Wahrheit? Also können wir überhaupt wahrheitsgemäß über Wahrnehmung sprechen? Oder wäre es wahrheitsgemäßer, du merkst, ich habe schon ein bisschen Lust am Wortspiel, wäre es wahrheitsgemäßer, über Wahrdeutung zu sprechen. Oder Wahrzuschreibung gefällt mir noch besser. Also anders buddhistischer ausgedrückt, entspricht die Erscheinungsweise der Dinge, der Menschen in deinem Leben oder du selber, dir selber gegenüber, die Erscheinungsweise entspricht die der Seinsweise, der Existenzweise? Fragezeichen, Fragezeichen, kannst du nicht mit Ja oder Nein beantworten, oder doch? Eigentlich schon, ne? Also, noch anders. Wäre es angemessen, eine Unterscheidung zu treffen zwischen der Erscheinungsweise der Dinge, der Menschen, der Situationen und ihrer Existenzweise? Ein Bild, das schon ein paar Mal erzählt habe, ein voller Theatersaal. Mittendrin ein Paar. Und die Frau gibt dem neben ihr sitzenden Mann eine schallende Ohrfeige, steht auf und geht aus dem Raum. Schon mal erlebt? Nee, noch nicht. Ein anderer Mann, der diese Szene gesehen hat, er sagt, die beiden werden zu Hause viel Stress bekommen.
und er sieht das wutverzerrte Gesicht seiner Ex-Frau vor sich. Ein ebenfalls anwesender Teenager, er sagt, das war eine Gemeinheit von ihr, wahrscheinlich wollte ihr nur einen Kuss. Und erinnert sich an eine ähnliche Situation mit seiner Freundin. Eine Psychotherapeutin, das sind ja heute überall, eine Psychotherapeutin, sie sagte sich, das ist aber eine interessante Situation und fängt sofort an, die beiden zu analysieren. Und eine Sozialarbeiterin sagt sich, das war aber eine mutige Frau, es geschah ihm bestimmt ganz recht. Und erinnert sich dabei an weniger mutige Frauen, die zu Hause Missbräuchliches erdulden müssen. Eine Situation, vier Wahrnehmungen. Wenn etwas so existieren würde, wie es erscheint, dann könnten wir sagen, es existiert objektiv. Es ist wahr, was ich von dir wahrnehme oder von mir oder so. Aber das ist nicht zu finden. Und deswegen der Buddha, ich glaube im Diamant-Sutra, also in der nördlichen Tradition, sagt, wo Wahrnehmung ist, ist Täuschung. Ich hatte drei Gespräche in der Bibliothek, führe ich ja jetzt seit Corona meine Gespräche und das ist da auch sehr schön. Und jemand kommt rein und sagt, Wilfried, du siehst aber gut aus. Warst du in Urlaub? Und drei Gespräche hintereinander. Ich habe mich in der Zeit nicht sehr verändert. Also in der Dreiviertelstunde passiert nicht so viel. Also, du siehst gut aus. Warst du in Urlaub? Die nächste Person kommt rein und sagt, Wilfried, du siehst aber müde aus. Du solltest mal Urlaub machen. Die dritte Person sagt, Wilfried, du siehst bedrückt aus. Kann ich dich irgendwie unterstützen? Also, wie sehe ich denn nun aus? Drei Wahrnehmungen. Drei Wahrheiten. Was ist objektiv? Wo ist die Wahrheit? Eine Grundaussage des Dharma ist, alles, was existiert, existiert in Abhängigkeit. Das haben wir noch, glaube ich, noch drauf, oder? Das haben wir uns über Corona gerettet, diese Grundaussage im Dharma. Also, wir könnten es auch anders sagen. Alles, was ich wahrnehme, hat mit meiner eigenen Verfasstheit zu tun. Hoho, hast du dann dich vielleicht an manche Situationen erinnern, in denen du nicht so gut drauf warst, aber meintest, die anderen sind es, die nicht gut drauf sind. Also alles, was wir wahrnehmen, hat mit unserer inneren Verfasstheit zu tun. Das gilt für Menschen, das gilt für Dinge und das gilt für Situationen. Und da erinnerte ich mich, als ich heute Nachmittag vorbereitete, erinnerte ich mich natürlich an meine Arztpraxis. Viele solche Situationen, sie kommt rein, immer wieder, und sagt, ich ziehe jetzt aufs Land, ich werde Berlin verlassen. Warum? Berlin ist die schönste Stadt der Welt, finde ich jedenfalls, meine Wahrnehmung. Aber ihre war anders. Und sie sagt, Berlin ist zu laut, Berlin ist zu dreckig, Berlin ist zu voll und überall sind die Menschen unhöflich. Und manchmal könnte sein, dass sie am gleichen Tag haben. Jene Frau, die ich auch eine Zeit betreut hatte und die sich dann verliebt hat, nach Südfrankreich gezogen ist, aber zur Krebsvorsorge regelmäßig weiter zu mir kam und verliebt und kam. Berlin ist aber schön geworden, sagt sie. Die Menschen sind höflich, die Straßen sind sauber und sie erzeugte eine ganz andere Wahrnehmung dieser Stadt. Was haben wir eben gerade gehört? Alles, alle Erscheinungen existieren in Abhängigkeit. Alles, was ich wahrnehme, hat mit meiner inneren Verfasstheit zu tun. Was wir wahrnehmen in einem anderen, ist sehr stark abhängig von dem, was in uns ist. Wenn wir das mitnehmen könnten, dann würde es schon fast reichen für heute Abend. Aber so schnell lässt du mich wahrscheinlich nicht wieder gehen. Also noch ein bisschen mehr. Alles, was wir
Wahrnehmen ist abhängig von dem, was in uns ist. Ein Dritter würde in einem anderen was anderes wahrnehmen. Also anders ausgedrückt, Wahrnehmung geschieht als Folge einer Wechselbeziehung zwischen Subjekt und Objekt, zwischen mir und dir, zwischen mir und der Welt, wie ich verfasst bin. So nehme ich die Welt wahr. Ach, wie oft habe ich das gehört. Sie ist schwanger, Bauch wächst und sagt, es ist eigenartig. Ich kriege mein Kind in einem Jahr, wo so viele in der Welt schwanger sind. Es sind nicht mehr schwanger. In jedem Jahr sind es die gleichen. Ein paar mehr, ein paar weniger. Aber sie ist in einer anderen Verfasstheit. Und sie nimmt anders wahr. Sie wählt anders aus. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also könnte ein wichtiger Aspekt unserer spirituellen Praxis sein, erst einmal zu erkennen, aus welcher inneren Verfasstheit wir unsere Wahrnehmung aufbauen. Und da kommt natürlich unser Ehem wieder und der anonyme Alkoholiker mit ins Spiel. Ärgerlich, hungrig, einsam, müde, wird eine andere Wahrnehmung kreieren als freudig und so weiter. Das Gegenteil von Ehem. Ärgerlich, hungrig, einsam, müde. Also, es könnte ein wichtiger Aspekt unserer spirituellen Praxis sein, ein Gewahrsein zu entwickeln, welchen Anteil habe ich an der gegenwärtigen Realität? Genauer gesagt, an der Art und Weise, wie ich die Realität wahrnehme. Wir müssen verstehen, wie wir unsere Wahrnehmung aufbauen, sonst können wir sie nicht verändern. Es ist wichtig, dass wir verstehen, und dazu braucht es ein bisschen mitzugehen, wie wir unsere Wahrnehmung aufbauen und wie wir sie füttern. Dieses Verständnis ist notwendig, um unsere Wahrnehmung zu weiten und eventuell auch immer wieder zu hinterfragen. Wenn wir fast als Slogan mitnehmen würden, in Zukunft, wenn wir etwas wahrnehmen und sagen, das ist aber so, wenn wir mitnehmen würden, das hinterfragen, bin ich mir wirklich sicher? Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Wie sicher bin ich mir in meiner Wahrnehmung? Wir kommen im Allgemeinen ganz schnell in unser Gewohnheitsbewusstsein. Wir hören das hier, nicken das vielleicht auch ab. Hier und da bleibt vielleicht noch etwas unklar und dann gehen wir nach Hause und dann ist morgen Montag und dann kommen wir in das Gewohnheitsbewusstsein und mit dem Gewohnheitsbewusstsein kommen wir schnell in unsere übliche Sichtweise, in unser übliches Verstehen und Glauben unserer Wahrnehmung. Ja, klar, wo Wahrnehmung ist, ist Täuschung, aber doch nicht bei mir, wirst du dann vielleicht sagen, dahinter steckt. Mittelgroßes egoisches Bewusstsein vielleicht. Wenn wir merken, wir glauben unserer Wahrnehmung, absolut. Ich habe es doch wahrgenommen, ich habe es doch gesehen, ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen. Dann komm nochmal her. Ich erzähle es dir alle paar Jahre wieder. Dann braucht es sich zu vergegenwärtigen, nichts da draußen entsteht unabhängig von uns. Alles entsteht innerhalb von Wechselbezüglichkeit. Alles verbunden, aufeinander wirkend. In unserer Zeit eine für mich besorgniserregende Kluft zwischen verschiedenen Gruppierungen, zwischen verschiedenen Völkern. Und ich glaube, diese Kluft, sie wird eher größer. Also denk an die verschiedenen Corona-Themen. Denk an die Impfbefürworter und die Impfgegner. Denk an den derzeitigen Krieg. Denk an die Putin-Versteher und die Putin-Verteufler.
denke an die Menschen, die Waffen liefern wollen und an die Menschen, die sagen, Frieden schaffen ohne Waffen. Also eine Kluft, eine Dualität. Und viele glauben an ihre Wahrheit. Und manche glauben so sehr an ihre Wahrheit, dass sie sie wichtiger nehmen als ein Menschenleben. Das wäre das Bild eines Terroristen. Es gibt Menschen, die setzen auf der Basis ihrer Wahrnehmung andere ins Unrecht, schreiben ihnen so großes Unrecht zu, dass sie sie töten müssen. Wir erinnern uns vielleicht noch daran, da wurde es mir zum ersten Mal so deutlich, in der Politik, in der großen Politik, wie damals George Bush eine bestimmte Wahrheit über Saddam Hussein und die Zustände im Irak verbreiten ließ. Ihr werdet euch vielleicht noch erinnern. Wie der amerikanische Präsident bestimmte Menschen ins Unrecht setzte und das als Grund nahm, einzumarschieren und viele Menschen zu Tode kamen und wahrscheinlich noch viel mehr traumatisiert wurden und die ganze Region destabilisiert wurde. Und das bis heute spürbar ist. Oder noch ein bisschen zeitlich weiter zurückgehend, Kambodscha, damals dieser Diktator Pol Pot, er ließ alle Brillenträger ermorden. Ihr werdet euch vielleicht noch erinnern. Nach seiner Version der Wahrheit gehörten Brillenträger zur gebildeten Klasse und damit zu den Ausbeutern der Bauern. Das war seine Wahrheit. Und deswegen mussten alle Brillenträger eliminiert werden, um für eine neue, bessere Gesellschaftsordnung Platz zu machen. Die Folgen: unzählige Tote und ein traumatisiertes Volk. Wahrheit? Krasse Beispiele, natürlich. Aber an den krassen Beispielen wird manches deutlich. Also was wollten wir uns fragen? Wenn wir eine Reaktion auf eine Wahrnehmung aufbauen, können wir nicht ständig uns fragen, aber doch vielleicht hin und wieder, wie sicher bin ich mir eigentlich? Und dabei wird uns helfen, ein Verständnis zu bekommen, wie denn Wahrnehmung zustande kommt. Also, welche Bausteine, aus welchen Bausteinen sie sich zusammensetzt. Könnt ihr noch? Ja, einige können noch. Die anderen bleiben einfach da. Also woraus setzt sich Sanna zusammen? Sanna ist der Pali-Begriff für Wahrnehmung. S-A-N-N-A. Sanna, woraus setzt es sich zusammen? Eine Wahrnehmung ist ein Vorgang, in dem Erfahrenes bewusst wird. Das ist, glaube ich, klar. Aber das beantwortet noch nicht unsere Frage. Die Frage war, woraus setzt sich, was kommt denn alles zusammen, damit Wahrnehmung geschehen kann? Nun, zunächst ist da die Sinnesebene. Farben, Formen, Töne und so weiter. Und die Sinnesebene, wenn Bewusstsein im Spiel ist, schafft Sinneseindrücke, die zu Gefühle sage ich, nicht Emotionen, noch nicht, Emotionen kommen darauf aufbauend erst, Sinneseindrücke, die zu einem Gefühl führen. Es braucht jetzt ein bewusstes Erfassen dieser Sinneseindrücke,
mit den damit verbundenen Gefühlen und ein in Beziehung setzen zu Gewusstem. Zu Gewusstem und bereits Erfahrenem, zu Erinnerungsbildern. Ja, so könnte man es sagen. Also, wenn ich euch hier, heute hier sehe, diejenigen, die schon längere Zeit nicht da waren und jetzt wiederkommen, ihr braucht euch nicht vorstellen bei mir. Ich kann herausfiltern, dass ihr da seid und ich setze das in Verbindung mit Gewusstem, mit den Namen ist das in meinem Alter so eine Sache, aber ich verbinde alles Mögliche mit euch, je nachdem, wie dicht wir uns kennen oder kennengelernt haben in der Vergangenheit. Und ebenfalls im Spiel, hoho, jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück, ebenfalls im Spiel sind, na, was steht am Anfang unseres Abends heute? Unsere Absichten. Ebenfalls im Spiel sind unsere Absichten. Sie stehen am Anfang. Aus einer Absicht, aus einer freundlichen Absicht. Freundlichen Absicht, mit der ich dich anschaue, auf dich zugehe, auf dich eingehe. Vielleicht würden wir jetzt in ein Gespräch miteinander kommen. Erwachsen andere Früchte als aus einer unfreundlichen Absicht. Mit dem Hervorbringen einer heilsamen Absicht, über Absichten sprechen wir ja schon eine ganze Zeit lang, weil ich möchte gerne, dass wir ein Gewahrsein entwickeln am Beginn unserer Praxis, welche Absicht, mit welcher Absicht bin ich hier und versuchen die Absicht in eine heilsame zu wandeln und am Ende eine Widmung. Das ist alte tibetische Tradition. Also mit dem Hervorbringen einer heilsamen Absicht ändert sich unser körperlicher und geistiger Zustand, aus dem heraus dann Wahrnehmung geschieht. Und im Dhammapada, alte buddhistische Schrift, habe sie vorhin wieder aus dem Regal gezogen, mittlerweile schon ein bisschen Staub drauf, erster Vers, können wir im Chor sagen, vom Geist geführt die Dinge sind, vom Geist beherrscht, vom Geist gezeugt, Dhammapada, Vers 1. Geist geführt die Dinge sind, vom Geist beherrscht, vom Geist erzeugt. Als Geist gilt im Übrigen das gesamte Bewusstsein, also sowohl die Sinnessphäre als auch die feinkörperliche Sphäre bis zum überweltlichen Bewusstsein. Das stammt nicht von mir, diese Definition, sondern von Jnana Tiloka. Also mit Geist nehmen wir das ganze Bewusstsein, alle Bewusstseinsebenen werden, wenn über Geist gesprochen wird, da subsumiert. Und indem wir eine heilsame Motivation aufbringen, also eine heilsame Motivation heute Abend könnte zum Beispiel sein, wir wollen uns miteinander wohlfühlen und miteinander klarer werden. Oder eine heilsame Motivation, wenn du morgen zum Arbeitsplatz gehst, könnte ebenfalls so sein, wir wollen uns miteinander wohlfühlen und vielleicht etwas Konstruktives in die Welt tragen oder wie auch immer. Eine heilsame Motivation aufbringen heißt, unsere Emotionen beruhigen. Und Emotionen, movere, die Lateiner unter uns, Bewegung, Emotionen, das ist, was in Bewegung ist. Emotionen, vor allem Wut ist in Bewegung, Angst ist auch in Bewegung. Emotionen, emovere, ist ein wichtiger Aspekt, der unsere Wahrnehmung bedingt. Die war verliebt und fand Berlin toll. Und die andere war nicht verliebt und hatte eine andere Wahrnehmung dieser Stadt. Die Stadt die gleiche. Also unsere Emotionen sind ein wichtiger Aspekt unserer Wahrnehmung. Und hinter den Emotionen stehen wiederum verschiedene Aspekte. Es ist also nicht so einfach. Da fließt alles Mögliche zusammen in das Aufkommen unserer Wahrnehmung. Denn hinter unseren Emotionen stehen unsere Verletzlichkeiten. Du wirst jetzt, was empfindlich ist, in dir berührt und du wirst wütend vielleicht. Und da muss ich die Geschichte nochmal erzählen von jener Frau, die in meine Arztpraxis kam zum ersten Mal.
Und zur Krebsvorsorge. Und mein Anamnesegespräch begann und während des Gesprächs, habe sie schon einige Male vorgestellt, weil sehr plastisch, sehr deutlich, während des Anamnesegesprächs wurde sie immer unhöflicher. Sie wurde wütend. Ich wollte die Vorsorge nicht durchführen, aber sie bestand darauf. Und ich verstand die Situation nicht, denn ich war von gleichbleibender Liebenswürdigkeit, aber sie nicht. Und ich versuchte, den Kontakt zu halten, aber ging nur über die Negativschiene. Ihre Wut, Türen knallen, verließ sie die Praxis. Und dann am Nachmittag der Anruf der Psychotherapeutin, die sie direkt aufgesucht hatte, ihre Psychotherapeutin, die sich bei mir bedankte und sagte, heute Morgen ist etwas passiert, das unsere Psychotherapie jetzt in Gang bringen kann. Sie ist schon lange bei mir, wir kommen aber nicht weiter. Was war passiert? Sie war in meine Arztpraxis gekommen. Und meine Arztpraxis sah aus wie ein buddhistischer Tempel. Mit Tangas, mit Statuen, mit Kerzen, mit einem bestimmten Räucherstäbchen vielleicht, das brannte oder ähnliches. Und das berührte etwas in ihr. Da wurden Erinnerungsbilder hochgebracht. Da wurden Erinnerungsbilder hochgebracht, da wurden Verletzlichkeiten berührt, die sie lange gedeckelt hatte. Erfolgreich, in Anführungsstrichen, gedeckelt hatte. Was war geschehen? Die Eltern hatten sich früh getrennt, die Mutter hatte einen anderen Mann kennengelernt. Sie war damals ein kleines Mädchen. Und dieser andere Mann ergab sich aus als Buddhist und umgab sich mit Tangas, Statue und all dem Zeugs, sage ich jetzt gerade so ein bisschen aus ihrer Sicht. Und für mich ist es natürlich kein Zeugs, für mich ist es wichtig, für sie aber waren es genau die Mittel, die ihre Verletzlichkeiten berührten. Das konnte sie noch nicht genau erkennen, aber sie reagierte mit Wut. Und ich merkte selber, dass sie nicht verstand, weshalb sie so wütend wurde. Aber die Wut war für die Therapeutin die Wünschelrute zu den Verletzlichkeiten. Und die Verletzlichkeiten waren nicht Verletzlichkeiten, sondern tiefe Traumata vom Missbrauch in früher Zeit. Denn jener Mann, jener Partner der Mutter hatte dieses Mädchen immer wieder sexuell missbraucht. Also unsere Emotionen fließen ein. Und hinter den Emotionen unsere Verletzlichkeiten. Sie nahm diese Arztpraxis völlig anders wahr, als jemand, der ein anderes Erleben hatte mit uns oder mit buddhistischen Symbolen. Hätte sie gewusst, was sie erwartet in meiner Arztpraxis, wäre sie nie gekommen. Denn sie hatte gedeckelt. Jetzt brach etwas auf für den weiteren Heilungsverlauf wichtig. Und sie ist viele Jahre weiterhin zu mir gekommen. Und wir haben häufig darüber gesprochen, über diese erste, sehr eigenartige Begegnung. Die Stärke der Emotionen hängt ab von Verletzlichkeiten, haben wir gerade gehört. Sie hängt aber auch ab von der Stärke der dahinterstehenden Triebe. Prüfungsfrage, jetzt kommt die Zeit der Prüfung. Bitte Blätter austeilen. Prüfungsfrage, welche Triebe gibt es? 3. Den Sinnlichkeitstrieb, den Daseinstrieb und ein bisschen abstrakt ausgedrückt den Unwissenheitstrieb. Also der uns immer wieder in die Ich-Identifikation treibt. Ich-Bestätigungstrieb könnte man auch sagen. Und diese Triebe, sie beeinflussen unsere Emotionen und das auf die Wahrnehmung folgende Urteil. Also der Sinnlichkeitstrieb mit seinem Durst nach angenehmer sinnlicher Erfahrung, er bewertet den Sinneskontakt als angenehm, unangenehm oder dergleichen. Also, vielleicht isst du auch gerne Vanillepudding, oder? Nicht? Dann kommen wir mal mit, dann essen wir mal einen Vanillepudding zusammen.
Und dann gehen wir vor allen Dingen in ein Geschäft. Und ich kenne mich mittlerweile aus mit Vanillepudding, mittlerweile ist es Vanillequark geworden. Und bitte schenkt mir keinen Vanillequark. Immer wenn ich davon spreche, bekomme ich gutmeinend einen Stapel an, kann ich gar nicht so schnell aufessen alles. Also stimmt aber. So, du bist jetzt beispielsweise ein Liebhaber von Vanillepudding, Vanillequark oder was weiß ich auch immer. Und du gehst in ein Regal, in ein Geschäft und da ist ein Regal und da stehen viele verschiedene Töpfchen. Und ganz zielsicher wirst du sofort deinen Vanillequark oder Vanillepudding inmitten der anderen Becher, die da stehen, wahrnehmen. Hast du schon mal erlebt? Wenn du auf etwas geeicht bist, du siehst es sofort. Wenn du schwanger bist, siehst du nur Schwangere. Und was war für mich ein krasses Beispiel? Ah, die Situation haben wir auch schon oft erzählt. Ich war mal so verliebt in einen VW-Bus. Und zwar in einen VW-Bus von besonderer Sorte. Der hieß damals Joker. Einige von euch werden ihn vielleicht noch kennen. Mit einem Hochdach. Und ich malte mir die wunderschönsten Urlaube aus. Kinder waren klein und Hotel und Ferien, das ging alles nicht. Und Zugreisen, Flugreisen schon gar nicht. Also so ein VW-Bus. Und ich fuhr auf der Autobahn und sah nur diesen Bus. Alle fuhren, ganz Deutschland fuhr in diesem VW-Bus, nur ich nicht. Also der Sinnlichkeitstrieb mit seinem Drang nach angenehmen Sinneskontakten, er beeinflusst die Wahrnehmung. Du selektierst bestimmte Dinge aus. Sinnlichkeitstrieb steckt hinter Emotionen, Verletzlichkeiten stecken hinter Emotionen. Noch einmal. Wahrnehmung ist abhängig von der Sinnesebene mit seinen Sinneskontakten und seinem Sinneseindruck. Daraus ein Gefühl und was es auch noch braucht, ist Bewusstsein. Diejenigen, die vertraut sind mit buddhistischer Philosophie, erkennen dann drin natürlich die Khandhas, die zusammenspielen. Und Bewusstsein wiederum wird beeinflusst von tieferem Bewusstsein. Bis hin zum Unbewussten. Bis hin zum Speicherbewusstsein, ganz bis in die Tiefe. Das Speicherbewusstsein, da wo alles, was du abgekriegt hast, alles, was du erlebt hast, alles, was du getan hast, seinen Abdruck gefunden hat, steht in Verbindung mit dem Wachbewusstsein. Also unser Bewusstsein wird beeinflusst von tieferen Bewusstseinsebenen bis zum Speicherbewusstsein. Und Speicherbewusstsein ist bei uns allen verschieden, denn du hast was anderes abgekriegt als ich. Du bist vermutlich nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen oder wenn doch, dann auf einem anderen. Und deine Eltern waren andere als meine und so weiter. Also Speicherbewusstsein ist bei uns Menschen verschieden. Und wenn Speicherbewusstsein, unser Bewusstsein, unser Wachbewusstsein beeinflusst, dann ist folgerichtig, dass die Wahrnehmung bei uns Menschen, bei uns allen unterschiedlich ist. Geht's noch? Geht noch. Ist eigentlich so einfach in der Logik. Aber ist dir das schon mal so klar gewesen? Natürlich nehmen wir alle unterschiedlich wahr. Und außerdem ist auch das Ausmaß der Stärke, der Triebe bei allen Menschen verschieden. Und die Triebe, sie beeinflussen unser Wahrnehmungsurteil. Also ist unsere Wahrnehmung verschieden. Ein Mensch, der für dich ein lieber Mensch ist, ist für mich vielleicht ein schwieriger Mensch. Ich sehe ihn anders. Ich wähle anders aus. Da müssen wir gleich drauf zurückkommen, das Auswählen. Also, wenn wir uns fragen würden, nehmen denn die anderen das Gleiche wahr wie ich? Dann kann die Antwort nur lauten, nein. Also, du gehst in einen Wald. Ein Wald mit guten alten Bäumen. Gutes Holz. Und ich komme mit. Wir beiden haben die gleiche Wahrnehmung. Wir verneigen uns voller Ehrfurcht vor diesem alten Baum. Aber dann kommt da auch noch einer mit, der ist
Holzeinkäufer bei IKEA. Und der nimmt diesen Baum ganz anders wahr. Der schaut mit anderen Augen auf den Baum. Der Möbelbauer, er wird den Baum anders sehen als der Holzeinkäufer, als wir beide. Und auf die Relativität von Wahrnehmung beziehen sich übrigens unsere Skeptiker. Das ist deren Fundus sozusagen, aus dem sie ihre Skepsis herausentwickeln. Wo Wahrnehmung ist, ist Täuschung. Der Buddha noch einmal, immer wieder, Diamantsutra. Wir erinnern uns daran, die Stärke der mit den Sinneseindrücken verbundenen Gefühle bestimmt die Stärke unserer Wahrnehmung. Und derjenige Sinneseindruck, der mit den stärksten Gefühlen besetzt ist, auf den fällt unsere Aufmerksamkeit. Vanillequark, stärkster. Also fällt mir gerade nichts Besseres ein, aber nicht so schwer dem zu folgen, glaube ich. Die von den schwächsten Gefühlen begleiteten Erfahrungen führen zu den schwächsten Wahrnehmungen. Und da der Atem im Allgemeinen nicht besonders interessant ist, nicht so interessant wie Vanillequark, denkst du lieber an Vanillequark, während du in der Meditation sitzt, als du deine Aufmerksamkeit beim Atem hältst und deinen Atem feiner wahrnimmst. Also du nicht natürlich, aber ich. Also war mal so. Einmal. Also, beim Geübten. Der Beübte hat auch seine Triebe. Aber er lernt, seine Triebe zu beruhigen und entsprechend seine Emotionen besser zu handeln und damit seine Wahrnehmung der Wahrheit anzunähern. Sagen wir sehr vorsichtig. Ja, vorsichtig. Wir haben bisher verstehen können, dass Wahrnehmung subjektiv ist. Wahrnehmung gebiert aber unsere Anschauungen. Wahrnehmung gebiert unsere Reaktionen. Eine unvollständige Wahrnehmung, sie ist unterschiedlich bei uns allen, also unvollständig. Eine unvollständige Wahrnehmung gebiert eine unvollständige, also nicht vollkommene Weltanschauung. Eine Weltanschauung, die auf unserer Wahrnehmung basiert, auf der Wahrnehmung des Gewohnheitsbewusstseins, ist unvollkommen, verzerrt, manchmal geradezu falsch, vielleicht mit einigen richtigen Aspekten. Und ausgehend auf einer unvollkommenen Anschauung werden wir vermutlich auch unvollkommene Verhaltensweisen aufbringen. Unvollkommene Deutung, unvollkommene Verhaltensweisen. Und so dreht sich Samsara immer weiter. Das könnte uns auch klar geworden sein. Also, wir könnten uns bewusst machen an dieser Stelle, wie unsere Wahrnehmungen uns zu bestimmten Standpunkten führen. Und von diesen Standpunkten wir aus orientieren und handeln. Und wir können aber auch dabei erkennen, dass alle Anschauungen, alle Orientierungen, die von Standpunkten ausgehen, unvollkommen sind. Wechseln wir den Standpunkt, erscheinen die Dinge anders. Also, ich nehme unser Gesundheitssystem. Ja, da kenne ich mich aus. Aus verschiedenen Ecken. Also ich kenne mich aus in unserem Gesundheitssystem. Ich habe in der KV Berlin in der Gesundheitspolitik mitgearbeitet eine Zeit lang, war integriert in die Organisation des Notarztsystems. Also ich nehme unser Gesundheitssystem vom Standpunkt des Politikers aus, des Arztes aus, mittlerweile leider auch des Patienten, immer mehr des Patienten aus und aber auch der Angehörigen aus. Also verschiedene Aspekte auf unser Gesundheitssystem. Verschiedene Standpunkte. Als Patient habe ich einen Standpunkt, wenn ich die Arztpraxis betrete, sollte ich gleich drankommen. Und Karma trifft mich da sehr hart, denn was haben wir für Wartezeiten in unserer Arztpraxis gehabt? Meine Güte.
Also, viele, was haben wir, müssen wir weitermachen jetzt. Viele Leiden, viele Konflikte, Konflikte in Beziehungen, viele Konflikte in der Welt werden durch falsche Wahrnehmungen ausgelöst. Anders gesagt, umso mehr wir in unseren üblichen Wahrnehmungen gefangen bleiben, umso weniger können wir unsere Welt wahrheitsgemäß erkennen. Und um aus der Identifikation mit unserer Wahrnehmung uns zu lösen, könnten wir noch genauer einsteigen und uns vergegenwärtigen, in jedem Bewusstseinsmoment gibt es verschiedene Sinneseindrücke. Ich spreche vom Wachbewusstsein. Wie lange dauert denn ein Bewusstseinsmoment? Na, was meint ihr? Ein 65stel eines Fingerschnipsens. Also da wir 65 Bewusstseinsmomente, da sich so schnell die Bewusstseinsmomente verändern, können wir auch zu jeder Zeit glücklich werden. Wären sie festgeschrieben, wären wir in unserer Wahrnehmung festgeschrieben. Denn Bewusstsein und Wahrnehmung bedingen einander, beziehungsweise Wahrnehmung braucht Bewusstsein. So ist es richtig ausgedrückt. Und Bewusstsein umfasst Sehsinnesbewusstsein. Sehnesbewusstsein sieht Farbe und Form. Hörbewusstsein, Klang in einer bestimmten Lautstärke und Frequenz. Riechbewusstsein, Geruch, Geschmacksbewusstsein, klar. Und das Körpersinnesbewusstsein, das körperliche Empfindung, vom Gröben bis zum Feinen wahrnimmt. Und auf diese Sinnesebene, die wir ja in jedem Moment erleben, jetzt auch, setzt sich das sechste Konzeptbewusstsein. Das sechste Bewusstsein gleich Konzeptbewusstsein. Und dieses Bewusstsein schließt aus der Menge von vielem aus. Hier in jedem Moment erlebe ich gerade eine Unmenge von Farben und Formen. Und das sechste Bewusstsein schließt aus. Erst durch Verneinung. Also, wenn ich hier meine Blätter vor mir sehe, dann kann ich sagen, das ist nicht Tisch, das ist nicht Stuhl, das ist nicht Vase. Und dann schließt als nächstes, es geht in einem Bewusstseinsmoment, schließt das sechste Bewusstsein aus der Menge von Ähnlichem ebenfalls durch Verneinung aus, das ist nicht Folie, das ist nicht und so weiter, und wählt isoliert einige wenige Aspekte, und diese werden mit Bekannten, mit Bewussten, mit Erlernten, mit inneren Bildern in Verbindung gebracht, und daraus wird ein Ganzes gemacht. Habt ihr das verstanden? Gut. Ich muss gucken, ob ihr noch wach seid. Das ist aber, diesen Gang gehst du bitte mit. Ich sehe hier Farben und Formen. Etwas anderes kann Sehsinnesbewusstsein nicht. Dass es auf das Sehsinnesbewusstsein setzt sich das sechste Bewusstsein, das Konzeptbewusstsein und schließt aus und sagt, das sind hier keine Möbelstücke, das sind hier, und schließt Unähnliches aus, schließt Ähnliches aus, das ist auch nicht der Männergesangverein aus Arolsen, und wählt einige Aspekte aus und sagt, ach, das sind ja die verehrungswürdigen Meditierenden von Lotus Vihara. Man sagt, es sind ganz wenige Aspekte, 7, 8 Aspekte, die zusammengebracht werden, und das, was dann noch fehlt, das wird einfach eingesetzt. Hoho. So einfach ist das. Also so problematisch ist das. Denn die Lücken, die fehlen, die werden einfach dazugegeben aus dem Gewussten und Assoziierten. Und die Art und Weise, wie das sechste Bewusstsein aussucht, ist konditioniert durch unsere Biografie. Also, da unsere Biografie sehr unterschiedlich ist, haben wir wieder einen Beweis, wie unterschiedlich, damit nicht vollkommen, Wahrnehmung ist. So ist ein für dich angenehmer, hatten wir eben schon das Beispiel, angenehmer Mensch, für einen anderen ein unangenehmer oder ein neutraler Mensch. Das ist wichtig zu verstehen. In jedem wachen Moment erlebst du deine Sinneswelt. Du siehst, du hörst, du schmeckst, du tastest. Und die Sinneseindrücke wählst du aus, das, was interessant für dich ist, wählst du aus, verbringst es mit vorangegangenen Erfahrungen in Verbindung und machst daraus ein Ganzes. Also,
zeige euch meine Uhr. Kamera. Meine Uhr. Und ihr wisst vermutlich alle, das ist eine Uhr. Hätte ich die meinen Enkeln gegeben, als die zwei waren, hätten die wahrscheinlich draufgebissen. Weil sie dachten, das ist Schokolade. Oder sie hätten vielleicht darauf was gebaut, weil sie dachten, es ist ein Bauklotz. Die wussten das noch nicht. Die hatten noch nicht die Erinnerungen, die hatten noch nicht das Wissen, dass das eine Uhr ist. Da unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse, das ist eine Uhr, da unsere Erkenntnisse sich im Laufe unseres Lebens fortwährend verändern, wird sich auch unsere Wahrnehmung von bestimmten Objekten der Außenwelt fortwährend verändern. Und da können wir Älteren wahrscheinlich eine Geschichte von erzählen, wie sich unsere Erfahrung von bestimmten Lebensaltern, von bestimmten Dingen, die man kaufen kann, oder bestimmten Erlebnissen, wie sich unsere Wahrnehmung verändert. Anstatt die Dinge so zu sehen, wie sie sind, mit dem Gewohnheitsbewusstsein, also statt in sie einzusehen, Einsicht gewinnen sozusagen, sehen wir sie an. Das heißt, wir sehen sie an durch die Filter unserer Meinungen, unserer Präferenzen, unserer Vorlieben, unserer Abneigungen. Und wir versuchen ständig, das zu vermeiden, was wir nicht mögen, was unseren Vorlieben widerspricht. Und das zu bekommen oder durchzusetzen oder zu verlängern, wenn es da ist, was wir mögen. Und daraus entsteht Dualität. Gerade ein Bild gezeichnet von Samsara, unserer Welt. Ihr müsst noch einen Augenblick, denn es gibt noch einiges Interessantes zur Wahrnehmung. Zu sagen, merkt ihr eigentlich, wie ich mir Mühe gebe, euch irgendwie wach zu halten und für dieses so wichtige Thema an einem Sonntagabend zu interessieren. Das Konzeptbewusstsein wählt einzelne Teile aus und macht daraus ein Ganzes und setzt einen Namen drauf, benennt. Du sagst vielleicht, das ist eine Glatze. Eine Fliege im Raum, die würde sagen, das ist ein vorzüglicher Landeplatz. Die wählt anders aus und gibt dem einen anderen Namen. Es ist das gleiche Ding hier. Also es braucht die Schritte, die wir bisher begangen sind, und eine benennende Zuschreibung. Konzeptbewusstsein, das haben wir jetzt verstanden, setzt sich auf Sinnesbewusstsein, filtert heraus, was ihm unnötig erscheint, richtet sich auf das, was ihm wichtig erscheint. Konzeptbewusstsein formt unsere Ansichten. Und umso mehr wir zulassen, dass unser Konzeptbewusstsein dominiert, wir haben gehört, Konzeptbewusstsein ist konditioniert, und damit wählst du anders aus als ich, weil du anders konditioniert bist als ich. Wenn wir das zulassen, lassen wir zu, dass unsere Wahrnehmung weiterhin fehlerhaft ist. Und daraus entstehen unvollkommene, fehlerhafte Ansichten. Und daraus entsteht ein unvollkommenes, fehlerhaftes Verhalten. Und daraus entsteht Dukkha. Und so dreht sich Samsara. Da das sechste Bewusstsein ständig fixiert und trennt, sind wir nie mit der fließenden Qualität der Erscheinungen in Kontakt. Basis einer getäuschten Wahrnehmung, einer Welt, die fest und das ist die Basis, wir erleben unsere Welt als fest, als beständig. Und wenn wir das tun, dann entstehen daraus viele Fehler. Viele verpasste Chancen. Also, Wahrnehmung haben wir gehört. Sechstes Bewusstsein bewirkt, dass wir uns an einen Menschen mit einem damit verbundenen Ereignis erinnern können. Also mit euch natürlich nur angenehme Ereignisse. Aber es gibt manche Menschen, mit denen verbinde ich nicht unbedingt angenehme Ereignisse. Und umso mehr wir uns darauf fixieren, sechstes Bewusstsein fixiert. Wir hatten, um dieses Beispiel fortzuführen, wir hatten
vielleicht vor kurzem eine Begegnung mit einem Menschen, der war abweisend zu uns. Vielleicht hat er uns ignorant behandelt, also war unfreundlich zu uns. Und umso mehr wir zulassen, dass Sexesbewusstsein dominiert, werden wir mit diesem Menschen nichts Gutes verbinden, wenn wir ihm wieder begegnen. Nun ist dieser Mensch aber, wenn er heute vielleicht erscheint, ist dieser Mensch aber gar nicht abweisend, sondern einfühlsam. Aber das bemerken wir gar nicht. Das nehmen wir nicht wahr. Weil wir aufgrund der Erinnerung, die sich verbunden hat mit einem unangenehmen Gefühl, dies mit ihm verbinden und uns deswegen nicht öffnen und deswegen eine Chance verpassen. Habt ihr das auch? Gut. Also, jetzt kommt der Höhepunkt des Abends. Nämlich die Frage, wie können wir denn unsere Wahrnehmung verbessern? Es wäre ja furchtbar, wenn wir festgeschrieben wären. Wie können wir unsere Wahrnehmung verbessern? Nun, ein wichtiger Schritt stand heute am Anfang, nämlich eine Einsicht zu gewinnen in die veränderliche, also nicht stabile, in die bedingte, veränderliche, nicht stabile, nicht verlässliche Natur der Wahrnehmung. Zu erkennen, Wahrnehmung nimmt nicht die Wahrheit wahr. Wahrnehmung ist bedingt durch die verschiedensten Faktoren, die wir versucht haben zusammenzubringen. Wenn wir wissen, wie wir unsere Wahrnehmung aufbauen, können wir sie verändern und damit auch auf andere Weise reagieren und in die Welt, retten oder sowas ähnliches. Also wir könnten uns zum Zweiten täglich neu um eine altruistische Absicht kümmern. Jeden Morgen, wenn wir wach werden, bevor wir uns durch den Tag schicken, uns klar machen, ich möchte, dass wir uns wohlfühlen miteinander. Schließ dich bitte mit ein. Und damit würden wir eine Veränderung und Entspannung unserer körperlichen und mentalen Verfassung bewirken und die wiederum hat eine Auswirkung auf unsere Wahrnehmung. Das haben wir verstehen können. Wir könnten uns unbedingt um inneres Wohlsein kümmern. Und dazu braucht es, sich zu entspannen, deswegen auch heute Abend viel Wert auf die Entspannung zu eingangs gelegt, und um eine rechte Haltung kümmern. Auch darüber haben wir oft gesprochen und ich will jetzt da nicht mich verlieren. Eine rechte Haltung, die zu tun hat mit dem Schwerpunkt in der Nabelchakra oder Unterbauchgegend, Hara-Gegend. Also eine Haltung, wir könnten uns um eine Haltung kümmern, die uns berührbar und offen bleiben lässt. Und wir könnten uns vor allen Dingen um ein Verbundensein nach innen kümmern. Umso mehr, umso feiner wir mit uns selber nach innen verbunden sind, umso weiter nehmen wir wahr. Und Verbundensein nach innen, das ist hier unser Hauptthema, ja schon seit Jahren, geht über Körpereinfühlung. Jeder Schritt in feinere Körpereinfühlung reduziert die Dominanz des sechsten Bewusstseins, das ja ganz maßgeblich an der Wahrnehmung beteiligt ist, das ja aussucht, das Interessante und so. Wir erleben, indem wir Körpereinfühlung trainieren, erleben wir eine Verbundenheit zu anderen, die sich nicht über Worte vermittelt. Die einzige nachhaltige Veränderung unserer Wahrnehmung im Sinne von Weitung, in Richtung von Annäherung an die Wahrheit, liegt bei uns selbst, in unserem Inneren. Je mehr wir konzeptionell im Gewohnheitsbewusstsein uns durch den Tag schicken, umso selektiver wird unsere Auswahl. Erinnerst dich, Sinnesbewusstsein, Sexesbewusstsein, Konzeptbewusstsein setzt sich drauf, wählt aus. Und umso mehr wir zulassen, dass das sechste Bewusstsein der Chef ist, umso konditionierter wirst du selektieren, wirst du auswählen. Und damit setzt du die Vergangenheit in der Gegenwart fort. Und dann ist derjenige, der hier sitzt, vielleicht für dich eine Projektion für deine ungelösten Vatergeschichten oder was auch immer. Und auf diese Weise verstricken wir uns ganz schnell in der Welt. Verstricken uns in Geflecht unserer menschlichen Beziehungen. Und jetzt bekommst du hier die frohe Botschaft. Fühle dich bitte tiefer ein in den Körper. Trainiere. Damit verstärkt sich deine Präsenz. Die Präsenz bringt uns über den See.
Du nutzt bitte den Atem. Du kommst über den Atem bitte immer wieder zu dir selber zurück. Und wenn du sehr emotional gerade besetzt bist, was natürlich vorkommt, wenn Verletzlichkeiten angetriggert werden, dann wird das Konzeptbewusstsein sehr grob und sehr schnell. Und im Allgemeinen reagieren wir dann auch sehr schnell. Und dann erleben wir unsere Wahrnehmung als sehr real. Dann vergessen wir das alles, was wir heute Abend gehört haben. Immer entscheidend ist die Balance zwischen Körperfühlbewusstsein und konzeptionellen Bewusstsein. Wenn wir etwa 50-50 uns durch den Tag schicken könnten, 50 Körperfühlbewusstsein, könnten wir unsere Wahrnehmung korrigieren und wären mit viel mehr Aspekten einer Situation in Verbindung als diesen 7 oder 8, wo die Wissenschaftler sagen, nur die werden ausgewählt und daraus wird ein Ganzes gemacht. Im Gewohnheitsbewusstsein laufen die Sinneseindrücke sehr schnell. Wir wählen sehr schnell aus, vor allen Dingen, wenn starke Emotionen im Spiel sind. Und verknüpfen die mit Erinnerungsbildern und Gewussten, ohne das zu merken. Und darauf reagieren wir. Soldaten sollten 20 Kilometer laufen. Aber dabei wurde ihnen nicht die Länge der Wegstrecke gesagt. Ein Teil von ihnen wurde gesagt, sie laufen nur 15 Kilometer und die anderen wurde gesagt, sie laufen 25 Kilometer. In Wirklichkeit sind sie 20 gelaufen. Und nach dem Marsch gab es eine medizinische Untersuchung und der physiologische Stress im Körper, den kann man sehr gut messen als Mediziner, entsprach nicht den 20 Kilometern, die sie gelaufen sind, sondern dem, was man ihnen gesagt hatte. Also denjenigen, die 15 Kilometer, denen man 15 Kilometer gesagt hatte, die hatten viel weniger körperlichen Stress, wo sie 20 gelaufen waren. Diejenigen, die 25 gelaufen waren, hatten viel mehr Stress, obwohl sie nur 20 gelaufen waren. René Lukas, er bezeichnet dies als Wahrschaffung. Wir geben den äußeren Dingen eine bestimmte Wahrheit in Abhängigkeit von unserem Bewusstsein. Und das im Übrigen würde auch den Placebo-Effekt bei Medikamenten erklären. Ich glaube, der liegt bei 30% oder 40%. Dafür studiert man nur Medizin. Bloß wegen der anderen 60%, die dann noch übrig bleiben. 30% bis 40%, weil ich dir sage, nimm bitte unbedingt diese Pille hier und du wirst das Glück, die Abkürzung zum Glück erleben oder so irgendetwas. Also, wenn ich mit der richtigen Suggestion dir sage, dann habe ich eine Chance, dir eine falsche Wahrnehmung, eine Wahrnehmung, die eine Realität erzeugt, die aber wiederum auf der körperlichen Ebene tatsächlich einen entsprechenden Abdruck erschafft. Das kann man im Positiven nutzen, zum Beispiel bei den Placebos. Also, was machen wir? Wir gründen uns bitte in unseren Meditationen immer wieder in der Nabelchakra-Gegend. Wir immer wieder neu atmen wir uns in den Bauch und schalten dann das Konzeptbewusstsein zu. Es arbeiten immer zwei Energien zusammen. Erst Nabelchakra-Gegend, dann später schalten wir noch Stirnchakra-Gegend hinzu. Aber erstmal atmen wir uns bitte in den Bauch. Und dann kommen die Kopfchakren oder das Stirnchakra. Wenn wir so gegründet sind, öffnet sich unsere Kreativität, öffnen sich weitere Kanäle. Du kannst gerne beginnen, wenn das hier mit dem Bauch noch nicht so funktioniert, dann beginne mit deinen Händen. Spüre deine Hände, spüre deine Beine, spüre deine Füße, genauer gesagt. Und dann geh in die Nabelchakra-Gegend, fühle dich in der Nabelchakra-Gegend ein. Und wenn du hier ein gewisses, lass ruhig die Hände hier, wenn es möglich ist, im äußeren Zusammenhang. Und dann schalte das Stirnchakra dazu. Versuche immer wieder, erst in diese Energie zu kommen. Später kannst du dann die Herzchakra-Energie zuschalten. Der Fuchs zum kleinen Prinzen. Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Herzchakra-Gegend. Alles existiert. Es ist falsch, im Buddhismus wird immer wieder mal gesagt, es ist alles eine Illusion. Nein, das stimmt nicht. Alles existiert, aber wie es existiert, das hängt ab, wie du mit dir selber verbunden bist. Und mittels Körpereinfühlung kommen wir, und damit enden wir,
Mittels Körpereinfühlung kommen wir in Verbindung mit unserer Intuition. Und Intuition ist wichtig, um nicht immer wieder Konflikte mit anderen zu erzeugen. Intuition lässt uns eine Ebene hinter den Worten wahrnehmen, lässt uns erspüren, was gemeint ist, was der andere meint, was stimmig ist gerade in der Situation. Es ist eine Dimension, die schwer zu benennen ist. Und umso tiefer wir mit uns selber verbunden sind, umso größer wird der Überblick. Wir werden genauer, wir werden kreativer, wir werden intuitiver, wir werden effektiver. Na, reicht's? Das macht, so werden wir doch in der Welt was bewirken. Du hast bisher verstanden, wenn du deine Wahrnehmung, dich weiter mit dem Gewohnheitsbewusstsein durch die Welt schickst, kein Verständnis entwickelst, wie du Wahrnehmung aufbaust und wie du Wahrnehmung verändern kannst, wirst du Runde um Runde auf dem Karussell drehen. Heute hast du einige Erklärungen bekommen, wie sich Wahrnehmung aufbaut und zum Schluss auch, wie du Wahrnehmung verändern kannst. Beginne mit der Absicht. Natürlich geht es noch weiter. Es geht auf eine Ebene. Letztendlich, das ist Ausblick jenseits der Wahrnehmung. In manchen meditativen Vertiefungszuständen, ach, das ist weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung, kommen wir in diese Dimension, in der wir, das ist Ausblick, zu erleben, sind wir nicht der oder die Wahrnehmende. Wir sind natürlich auch nicht das Wahrgenommene. Wir sind auch nicht die Wahrnehmung, sondern wir sind im Grunde das, was Wahrnehmung ermöglicht. Dahin, Rilke, dahin geht es, Rilke. Ich schaute an. Blieb das Angeschaute sich entziehend, schaute ich unbedingter, schaute kniend, bis ich es gewann. Schaute kniend, bis ich es gewann. Danke euch. Und bitte dich noch einmal in deine Meditationshaltung zu gehen. Spüre deinen Atem, deinen Körper. Die Erde. Mit unserem Üben haben wir heute Abend heilsame Energien erzeugt. Diese heilsamen Energien wollen wir widmen und teilen. Dazu nimm deine Hände bitte in den Anjali. Vielleicht magst du mit mir zusammen den Wunsch aufbringen, mögen durch die Kraft und die Wahrheit unseres Übens alle Wesen von zerstörerischem Denken und Tun ablassen und in Freundschaft, Liebe, Mitgefühl und Harmonie zusammenleben. Mögen alle Wesen Kraft unserer Bemühungen, verdienstvolle Handlungen und Weisheit sammeln können. Möge der Geist der Einsichtsvollen sich wie ein Lotus entfalten und möge unter der Sonne von Belehrung und Praxis allen in Himmelsrichtungen Glück beschieden sein. Om Mangalam, Mama. Sabha Mangalam, Yaya Mangalam, Ma Mangalam, Om. Und miteinander lassen wir jetzt das Tara-Mantra zum Abschluss des Abends erklingen.